30 Abonnenten. 30 Abonnenten. 30 Abonnenten. Okay. Ich danke euch, ihr seid die Besten, dass ihr mich immer wieder auf eine neue Reise begleitet oder auf der gleichen Reise auch dabei bleibt. Ihr motiviert mich ungemein. Ich freue mich immer über jeden Like, über jede liebe Nachricht, über jeden tollen Feedback-Kommentar. Ja, wir legen jetzt mal los, ne? Herzlich willkommen zurück zu Dark Fall, das Journal. Ich schätze, wir sind jetzt hier genau im ersten Stock. Dann gehen wir doch noch mal einen Stock jetzt höher. Schön. Geht gleich wieder gut los. Keine Ahnung, was da gerade geflüstert wurde. Schön. Halt, ich wollte die Treppe jetzt hochgehen. Wieso ist das... Ach so, das war ja vorher schon offen. Ich wollte doch da hochgehen, Mensch, Leute. Oh nein, aber jetzt kommt nicht die komische Szene, oder? Gott sei Dank. Ja, uns bricht hier wieder alles zusammen. Ist gar kein Problem. Ich habe echt ein bisschen Panik schon wieder. Wahnsinn. Angst. Angst. Ja, genial. Ich kann mich auch schon wieder nicht mehr umdrehen. Ich hasse das, wenn ich mich nicht umdrehen kann. Also ich bin ja froh, dass die Geigen jetzt weg sind, aber das Geräusch ist ja nicht viel besser. Und warum liegt da ein Läufer an der Decke? Irgendwie. Oh, Leute. Okay, das Geräusch hört sich irgendwie anders an. Ich dachte eben, die Tür wäre offen. Jetzt kann ich mich umdrehen. Entschuldigung. Was ist denn das hier für ein Bild? Ich sag jetzt mal da gar nichts zu. Okay, also wieder A. Oh, ich hab so Panik. Okay, Atelier. Schön. Ich warte noch mal ein bisschen. Okay, passiert nichts. Das kann ich untersuchen. Aha. Oh, und da auch. Und da auch. Schauen wir erstmal in den... Zweimal das gleiche Bild. Das ist Crabtree. Hat der von sich selbst die Bilder gemalt? What the fuck? Okay. Und eine kleine Küche ist hier auch drin. Da hat jemand wohl... Und hier, ist das hier ein Spielfehler oder hat hier jemand ein bisschen blöd gestrichen? Ach, das sind die Fenster. Mhm. Also das Licht der Fenster. Arta, 1900 irgendwas. Ah, das Foto. Mhm. Das... Ist das der Crabtree? Wir haben ja noch gar kein Bild. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Naja, also... Ich glaube, das könnte ich jetzt auch noch hinkriegen, ne? Das soll sich jetzt nicht selbstgefällig anhören, aber... Okay, das sieht ein bisschen böse aus. Echt, ohne Scheiß, wieso der Teufel? Oh mein Gott. Was zum Teufel? Okay, also da scheint jemand auf jeden Fall... Habt ihr das Knistern gehört? Das scheint wirklich jemand... Da scheint jemand Qualen in der Hölle zu erleiden. Boah, ich peil dieses Spiel überhaupt nicht mehr.
Zettel. Aha. Eins. Ich sehe die zwei nicht. Drei, vier. Oder? Ist doch hier eine Eins, oder? Wo ist denn eine Zwei? Und soll das hier eine 3 sein? Soll das hier eine 1 sein? Soll das eine 3 sein? Oder ist hier eine 2? Also hier ist auf jeden Fall eine 4. Ich habe keine Ahnung, was das heißen soll. Und wenn jemand bitte die 2 sieht, soll das mir sagen. Oder ob das hier die 2... Keine Ahnung. Und was das bedeuten soll? Das ist hier jetzt eine Schallplatte. Und das auch. Hier ist auch sogar eine Musiknote drauf. Keine Ahnung. Old... Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Sports, irgendwas mit Old, bla bla bla, Sports. Hier kann ich wieder an Bücher klicken, aber ich kann sie mir nicht anschauen. Das Spiel ist schon ein bisschen merkwürdig. Das ist doch komisch, oder nicht? Ich sehe schon kommen, ich muss hier alles wieder 10.000 Mal ablaufen. Gut. Gut, 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 gut. Das leuchtet auch. Hallo? Außerdem sieht es genauso aus wie das andere, nur spiegelverkehrt. Das sehe ich aber jetzt erst, habe ich am Anfang gar nicht gesehen. Kann das auch mal aufhören zu leuchten? Nein, anscheinend nicht. Oh Gott! Ja. Hier ist wieder der Hotelflur. Ach, das hat doch der gemalt, der tot ist, ne? Da stand doch diese Gemälde von diesem, wie der auch immer hieß, keine Ahnung. Der ist doch gestorben an seinem Jahrestag. Heißt das, der hat jetzt hier oben lustig, freudig als Geist die Bilder gemalt? Hallo? Wie viele willst du denn noch von dem malen? Oh Gott. Ich will hier gar nichts mehr anklicken. Hallo? Was geht denn ab? Warte, nein. Oh, die habe ich jetzt aufgenommen. Okay. Warum kann ich mir das jetzt anschauen? Ist es vielleicht der Spielehersteller und er wollte sich hier selbst verewigen? Schön hier sogar. Seht ihr das? Ist echt süß gemacht hier mit der Spiegelung. Ist echt süß gemacht. Ein Vogel. Ja. Ja, warum auch nicht? Okay. Haben wir da auch schon hingeschaut? Ja, haben wir. Ach ja, das Spiel ist ein bisschen irre. Oh, der geht doch bestimmt gleich los. Das hätten sie auch mal wieder putzen können hier langsam, ha? Ein Geist kann auch mal ein bisschen putzen und nicht so viel Blut drauf schmieren. Das kann ich sogar anmachen. Kann ich hier das ganze Ding in die Luft sprengen? Mit Gas? Oh, der pfeift doch bestimmt gleich los. Ich sehe das doch schon kommen. Gas, 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 Gas. Boom. Ach, mal anders. So, und jetzt... Oh, ich will hier nicht alles in die Luft sprengen. Können wir den hier nicht verschieben auf das andere Ding? Oh Gott, der Part ist ja schon wieder... Das ist mir viel zu gruselig. Ach nee, da wollte ich gar nicht hinklicken. Raus. Raus. Jetzt mal ganz ehrlich, Leute. Jetzt sehen wir es ja so... Also... Nee, nee, nee. Also wir einmal reingucken. Okay. Hier können wir ganz schön viel angucken. Bücher. Oh, können wir so anklicken.
Ach nee. Die Geschichte der Alchemie. Frederik Zeus. Ja, ich hätte jetzt eher erwartet, das hätte mal Vigo geschrieben. Oh. Na, dann schauen wir mal, was jetzt hier gesagt wird. Die Geschichte der Alchemie. Manuskripte und Bücher über die Alchemie wurden schon immer mit symbolischen Zeichen illustriert. Natürlich notierte man diverse alchemistische Prozesse und Substanzen, auch mit einfachen Zeichen. Doch der in der Alchemie verwendete Symbolismus ist wesentlich mehr als nur eine spezielle Kurzschrift. Man muss sich darüber klar sein, dass es in der Alchemie keinen streng festgelegten Sprachgebrauch des Symbolismus gibt. Auch wäre es unmöglich, für jedes verwendete Symbol eine umfangreiche Wörterbuchdefinition zu entwerfen. Diverse Alchemisten benutzen das gleiche Symbol in unterschiedlichen Zusammenhängen, und ein und dasselbe Symbol kann sogar innerhalb ein und desselben Werkes unterschiedliche Bedeutung haben. Okay. Obwohl es für einige Symbole durchaus Kerndefinitionen gibt, muss ihre Signifikanz stets dem Zusammenhang, in dem sie erscheinen, deduziert werden. Deduziert. Deduktion? Kann mir mal jemand in die Kommentare schreiben, was eine Deduktion ist oder deduziert? Ich schätze mal, ja, nachgeforscht oder ich weiß es jetzt echt nicht. In manchen Fällen kann ein Symbol verschiedene Funktionen haben, je nachdem, welche Chemikalie oder Substanz durch seine Form dargestellt wird. Die Kombination dieser Materialien führte oft zu sehr unterschiedlichen Resultaten. Im Jahr 1878 stellte Sibylla L. Fortuna die Frage: Mystik oder Physik? Jetzt weiß ich gar nicht nochmal, wie man dich ausspricht. Skitaria? Skytaria, du weißt, ne, wen ich dich meine. Wie würdest du das jetzt hier vorlesen? Mystik oder Physik? Oder würdest du sagen Mystik oder Physik? Wenn du Mystik sagst, dann hast du recht, dass ich Mist immer falsch sage. Aber ich würde jetzt sagen Mystik oder Physik. Aber vielleicht bin ich ja auch falsch. Wer neuere Theorien über die Parallele zwischen moderner Wissenschaft und altertümlicher Alchemie erwägen will, muss sich ebenfalls diese eine einfache Frage stellen. Meiner Meinung nach hat die moderne Wissenschaft die Alchemie nicht ersetzt, sondern sich daraus entwickelt. Unter Ausklammerung jener Texte und Praktiken, die sie für bloße Fantasiegebilde hielt. Sehr schön geschrieben, gefällt mir sehr gut. Es ist heute allgemein bekannt, dass Metalle, organische Materie und Flüssigkeiten verschlüsselte Signaturen besitzen, die nur diejenigen finden können, die solche Praktiken beherrschen. Viele glauben, dass manche altertümliche Versuche und Kombinationen, die als vergessen galten, allmählich wieder in Gebrauch kommen. Noch im Jahr 1912 veröffentlichte ein selbsternannter Alchemist Dokumente, in denen er beschrieb, wie es ihm gelang, einen sogenannten Seherkelch bzw. ein Sichtbecken zu erschaffen. Angeblich beinhaltete das Ritual die Manipulation der spiegelnden Eigenschaften des Wassers, um das Bild nicht nur in der Gegenwart zu vergrößern, sondern auch die Vergangenheit und Zukunft wiederzuspiegeln. Sehr interessant. Also den Seherkelch bzw. das Sichtbecken würde ich gerne finden, weil dann wären zwar nicht Zeitreisen möglich, aber ich könnte in die Vergangenheit und auch in die Zukunft sehen. Sehr interessant. Kann ich wieder nicht umblättern, ne? Ich verstehe manchmal nicht. Nein, wahrscheinlich nicht. Hier ist auch ein Symbol. Die Waage. Merkur. Oh, jetzt kommen hier echt ein paar Planeten, finde ich schön. Und Alchemie der reinen Liebe. Wasser. Eines der vier Grundelemente. Seine Eigenschaften sind das Wandelbare und Flüssige. Es spiegelt Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Seine mystische oder auch mystische Kraft konnte durch Spiegelung vergrößert werden. Aufgrund seines Naturells konnte es zu voller Selbstwahrnehmung durch innere Reflexion führen. Ein starkes Wiedergeburtssymbol.
Ja, ich glaube auch an Wiedergeburt und ich liebe auch Wasser. Also Wasser ist voll mein Element. Ich bin ja auch ein kleiner Fisch. Kreide, ein minderes Element. Seine starke Erdkraft konnte jedoch Grenzen errichten, die böse Einflüsse zurückhielten. Seine Verbindung zur Göttin in Gestalt der Jungfrau vereint dieses Element mit der Reinheit in ihrer mächtigsten Form. Bronze, eine der ersten von Alchemisten verarbeiteten Legierungen. Diese Kombination der Erdelemente konnte zur Einbindung der Kraft in mächtige Verzauberungen benutzt werden. Holz, noch ein mächtiges Symbol der Wiedergeburt. Es stellt die Dualität der Natur dar, die sowohl weich als auch hart sein kann, wie auch der Mensch. Tja, nicht nur der Mensch kann weich und hart sein. Ist egal. Seine Verwendung in Heilungsriten konnte auch zu bösen Praktiken pervertiert werden. Ja, ich sag jetzt einfach mal ja. Sandstein. Oh, das stand da auch irgendwo drauf. Sandstein und Holz, genau. Aha. Sandstein. Ein weiteres sehr wandelbares Element, das sowohl harte als auch weiche Eigenschaften besitzt. Es ist ein starker Katalysator, der in Verbindung mit diversen Elementen jedes gewünschte Resultat hervorrufen und verstärken konnte. Wieso nur konnte? Kann doch bestimmt immer noch. Merkur, auch als Quecksilber bekannt, ist es möglicherweise das älteste und meistgebrauchteste Metall der Alchemisten. Ach so, das geht gar nicht um den Planeten, sondern um Quecksilber. Kann ich auch wieder nur eine Seite anklicken? Ich lese doch immer so gerne hier. Sip, sip. Ist da irgendwas hinter? Nee. Schön, also die Wand gefällt mir wirklich gut. Weiß nicht, so richtig schön alt. Warum kann ich da hingucken? Ach nee. Sehr cool, der Seherkelch. Wie cool ist das denn? So, also erstmal, ach, jetzt verstehe ich das auch. Also ich habe mir das hier auch aufgemalt, aber ich habe mir nur, das ist natürlich doof. Ich habe ja gesagt, die sehen alle gleich aus, sehen sie auch, aber sie haben anscheinend unterschiedliche Farben. Darauf habe ich natürlich nicht geachtet. Leute, mir fällt gerade was auf. Ich wollte eigentlich noch zu den Sternbildern gucken. Ach, ist jetzt egal, wir gucken jetzt erstmal hier weiter. Sandstein und Holz. Und die standen nämlich hier oben. Na gut, das kann man sich ja eigentlich. War das nicht hier? Sandstein und Holz? Ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Kann ich das da hinschieben? Ja. Das war hier und da war. Das wird Sandstein sein. Und dann Bronze und. Ach, das könnte auch Sandstein sein. Und das ist dann Kreide, ne? Sehr cool. Also finde ich auf jeden Fall cool. Wir müssen das zweite Bild, das abgerissene Bild finden, weil dann können wir hier in die Zukunft und in die Vergangenheit gucken. Obwohl ich ja lieber in die Zukunft gucken möchte, aber die Geister zeigen mir wahrscheinlich eher die Vergangenheit. Schätze ich mal. Hurra, Bücher. Und ich kann nichts anklicken. Da ist ein Zettel drin. Ich kann nicht. Drachen. Was steht hier? Great XP. Keine Ahnung. Ich kann nichts angucken. Mr. James. Das britische Museum. Museum Street, Bloomsbury, London. Sehr geehrter Mr. Crabtree, vielen Dank für Ihren. Ah, ist das Crabtrees Zimmer hier vielleicht? Könnte sein, ne? Der muss ja auch irgendwo. Ich dachte, der wohnt irgendwie unten bei der Rezeption. Vielen Dank für Ihren Brief. Ich habe das Foto, das Sie mir geschickt haben. Das Foto? An unsere Abteilung zur Entzifferung von Inschriften und altertümlichen Texten weitergeleitet und erhielt von dort erstaunliche Informationen. Niemand konnte das Symbol in einer bekannten Sprache zuordnen, doch lässt es sich mit einem Symbol in einem der Höhlengemälde vergleichen, die kürzlich auf der schottischen Insel Trotschmoor entdeckt wurden. Die Wände dort sind mit geometrischen Mustern dekoriert,
die oft Kreise und symmetrische Ornamente einschließen. Wir können somit einige mögliche Interpretationen des fraglichen Symbols vorschlagen. Die kreisförmige, geschlossene Mitte lässt eine Art Falle oder Kerker vermuten. Die Arme könnten die Energie darstellen, die die Falle verstärkt. Die Tatsache, dass es vier sind, lässt eine Huldigung an die Natur vermuten, die vier Winde, vier Erdsteine und so weiter und so weiter. Dies stimmt mit den keltischen Traditionen jener Zeit überein. Die Höhle genau zu datieren ist fast unmöglich, doch eine vorläufige Schätzung würde ihre letzte Benutzung etwa in das 3. Jahrhundert vor Christus platzieren. Demzufolge entstammt ihr Symbol einer der interessantesten Epochen in der Geschichte Britanniens. Bitte teilen Sie uns mit, wo Sie das Foto aufgenommen haben. Vielleicht kann eine archäologische Untersuchung arrangiert werden. Das wäre bestimmt sehr aufregend. Robert Hutchinson. Das kennen wir auf jeden Fall noch nicht. Das hängt unten, das hängt im zweiten, ja, und das im dritten Stock. Wahrscheinlich dann. Das werden wir ja gleich feststellen. Der muss ja da irgendwo hängen. Kann ich da hier dann... 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, nichts. 1. Okay, müssen wir mal gucken, wo der hängt, weil das ist unten im Erdgeschoss. Das werden wohl wahrscheinlich 1. Keine Ahnung. Das Spiel, das, also das ist irre, das ist super geil. Nee, ich dachte, das wäre eine Naturnotiz. Und Wand mal wieder. Ich sehe schon, komm, wir müssen von jeder Wand ein Foto machen, da steht überall ein Geist vor. Oh mein Gott! Da hängt doch bestimmt der Idiot, ne? Alter, wie die jetzt aufgegangen ist, die Tür. Komme ich ja gar nicht drauf klar. Ja, da hängt er. Hier sind ja noch mal Zimmer. Was geht denn? Okay. Dunkel. Und Musiknoten? Nein, bitte nicht. Ich sehe gar keine Uhr. Doch, da ist er. Nein. Oh, nicht schon wieder Musik. Gut, ich kann es nicht anklicken. Solange ich was nicht anklicken kann, ist alles noch in Ordnung. Oh. Die ist ein bisschen kaputt. Das ist doch der. Wie nennt sich der, dieser Schlag eben gerade, der kaputt war? Von London halt. Das hat doch einen bestimmten Namen, dieser Uhrenschlag. Ach shit, die. Oh, ich hab wieder nicht gezählt. Das ist bestimmt 12 Mal. Ich muss jetzt nochmal klicken, weil ich muss nochmal ganz kurz zählen. Ich bin wieder bescheuert gewesen heute. War klar, sage ich mal. War klar. Kannst du voll vergessen.
Oh, happy day, oh, happy day, when Jesus Christ, when Jesus Christ, when Jesus Christ, when Jesus Christ. Okay. Ja, man muss auch mal ein bisschen glücklich sein. Und bekloppt, macht die mich. Oh, wollen wir mal in den Spiegel gucken und wieder gucken, dass wir uns nicht sehen? Ah, diesmal stehen wir blöd. Schade. Bisschen Lotions. Was ist das denn? Oh nein. Thomas, Thomas war doch Bettys Thomas. Liebster Thomas, ich bin entsetzlich nervös. Ich habe zwar schon solche Musikabende gestaltet, oh, das macht mich wahnsinnig, war aber noch nie so aufgeregt. Ich bin das reinste Nervenbündel. Ich glaube, es liegt an diesem fürchterlichen Lied, das ich übe, obwohl ich es immer noch hasse. Es ist mehr als bescheiden. Ich hoffe, du hältst es in dem leeren Zimmer aus. Ich habe dir Spielkarten und Bier hingestellt. Die musikalischen Erinnerungen müssten gegen Mitternacht zu Ende sein. Dann komme ich sofort zu dir, damit du mich in deine Arme schließt. Meine Mutter ist heute Abend anscheinend melancholisch. Sie hört das verdammte Lied auf ihrem Plattenspieler. Immer und immer wieder. Wahrscheinlich viermal. Zumindest spielt sie es nicht mehr ganz so laut. Ich kann es kaum noch hören. Da hat sie wohl die Lautstärke ganz zurückgedreht. Gott sei Dank. Ja, wahrscheinlich ist deine Mutter ist auch schon tot. Fast hätte ich vergessen zu erwähnen, dass ich eine kurze Pause haben werde. Vielleicht kann ich dann kurz aus der Bar verschwinden. Ich kann dich allerdings nicht besuchen, falls mich jemand sieht. Meine Mutter treffe der Schlag, wenn sie wüsste, dass du hier übernachtest. Falls du etwas brauchst, leg mir bitte einen Zettel in den Lagerraum. Dort finde ich ihn bestimmt. Und bitte öffne deine Tür nur mir, was auch passiert. Diese Miss Fly, die gerade im Hotel wohnt, ist eine neugierige Kuh. Sie stöbert vielleicht überall herum, während wir alle in der Bar sind. Versuche es dir gut gehen zu lassen und ich komme rauf, sobald ich kann. Alles Liebe, Betty. Küsschen, 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 Küsschen. PS, wo hast du deinem Vater gesagt, dass du hingehst? Vielleicht ist er heute Abend auch da. Fast alle aus dem Dorf kommen. Ausmachen hier. Geht es nicht aus? Ich hoffe, es geht gleich von alleine aus. Macht mich gerade, Dankeschön, minimal bekloppt. Zettel. Nein, 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 nein. Üben. Oh, hier muss ich echt Töne spielen, Leute. Jetzt muss ich auch noch Noten. Ich meine, ich habe ja Noten mal gelernt, aber. Das ist doch der Grundton hier. Das ist doch C oder so. Oder D. C ist es doch. Ach, ich habe doch keine Ahnung. Das muss ich mir irgendwann nochmal anschauen. Das ist mir doch Bumbe. Ich mache eh keine Musikrätsel mehr, weil in jedem blöden Spiel sind. Gut, dass ich die Lieder nicht kenne, weil sonst hätte ich wieder gesungen. Oh mal, da sind drei Schubladen. Warum habe ich nur eine aufgemacht? Das war die. Kann man da drüber? Nee, kann man nicht. So, wir machen jetzt. Ist der Schatten schon immer da gewesen? Ist es unser Schatten? Wäre ja mal interessant. Warte mal, da bin ich reingekommen. Und dann bin ich da. Jetzt kann ich da mal reingehen, oder? Oder waren wir jetzt schon drin? Nee, hier noch nicht, oder? What the fuck? Komm, wir gucken hier nochmal rein. Kleine Sneak Peek. Ich wollte eigentlich dieses blöde Sternenrätsel machen. Scheiße, Leute, das müssen wir im nächsten Part machen dann. Noch eine Uhr. Und eine Wand. Und eine Wand. Was sind diese Wände? Was ist das für ein Geräusch? Eine Urne?
Das Buch der Mythen und Legenden, Amelia Rumford. Nein, Leute, das lese ich jetzt nicht mehr vor. Das ist mit dem verschwundenen Jungen. Schauen wir hier mal schnell auf die Bilder. Sieht aus wie christlich irgendwas. Hallo, es wird immer lauter. Ach, das ist Radio. Warum ist denn das Radio an? Oh nein, gleich höre ich was. Oh. Kann ich hier nicht wieder zurückdrehen? Ich muss doch wieder zurückkommen. Ach, da! Oh, gleich kommt noch irgendwas. Komm, das geben wir uns jetzt hier noch am Ende. Und dann machen wir aber Ende, weil wir irgendwie immer hier eine halbe Stunde spielen. Wir könnten das dann mal als Musikuntermalung für den neuen Part nehmen, ein bisschen schöner Musik. Fifeness, west by north, 3, 19 miles, 1027, rising slowly. Das ist Wetter. Bridlington, east northeast, 1, 11 miles. Das ist Wetter, Nachrichten. Okay. Vielleicht kommt doch nichts. Oh, ich glaube aber schon. Oh, yeah. Erotic Lounge. Keine Ahnung, also ich wüsste jetzt nichts. Könnte man das eigentlich so laufen lassen? Ja, sau cool. Also, dann haben wir ja im nächsten Part hier ein bisschen Musik, können wir ein bisschen Musik hören und nebenbei ein paar Sachen lesen. Vielleicht dann passend, ja, zu den Inhalten. Kann man hier auch unter das Sofa schauen? Nein. Ja, sicherlich wird dann irgendwann ein Geist plötzlich aus dem Radio sprechen und mich vollkommen erschrecken, aber das ist uns ja egal. Dann wünsche ich euch noch eine gute Nacht und dann sehen wir uns in ein paar Tagen wieder zurück hier im Hotel. Es bleibt wahnsinnig spannend weiterhin und wir haben sogar schon zwei Rätseleien, die wir lösen können. Einmal das Bitte-Stern-Rätsel, was ich echt heute vergessen habe, tut mir echt leid. Plus dieses Bilderrätsel, weil ja der jetzt wirklich im dritten Stock hängt. Aber wir schauen uns hier natürlich auch noch diese anderen Zimmer an. Dun, dun, dun. Tschüss.